Ja, willkommen zu einer neuen Staffel Empyrion mit einer neuen Map, die ist erst seit, ja, wo ich die Folge aufnehme, wenigen Wochen, wenigen Tagen hier im Workshop bei Steam gibt. Joa, die ist direkt für die Alpha 10 konzipiert worden. Da gibt es noch eine zweite Version für die Alpha 9.7, aber die ist ja nun hinfällig und ja, ich möchte die euch gern mal zeigen, weil ich habe die bei Twitch im Livestream schon mal kurz eingezockt im Singleplayer, jetzt läuft sie derzeit auf dem Server. Ja, da schauen wir uns doch mal die Daten dazu an. Und zwar heißt die Map Project Eden in der Alpha 10. Work in Project Progress, das heißt, die ist in Arbeit, in der Entwicklung, aber beinhaltet schon einiges, ja, wie ich sehen konnte. Ja, die Karte hat hier 80 Planeten, 100 Monde und 300 Playfields sind ein wenig hoch. Ja, das hat zur Folge, dass ja, die Ladezeit, so wie auf dem Server, so wie im Singleplayer, etwas hoch ist. Also einige Minuten beim ersten Mal starten müsst ihr da in Kauf nehmen. Aber es lohnt sich wirklich. Das kann ich euch schon jetzt sagen. Deswegen habe ich mich entschlossen, das hier bei YouTube zu zeigen. Ja, es gibt 7 verschiedene Starteroptionen, 4 Default und 3 Custom und noch einiges andere. Dann 2 verschiedene Mondtypen gibt es wohl, da habe ich einen schon gesehen im Stream, der überwältigt worden. Ja, dann Planeten, die ja, die es wirklich in sich haben, Sektoren, die es wirklich in sich haben, die auf Feinden strotzen. Ja, das waren und weiter und so fort. Einige POIs, verschiedene Fraktionen, die da drum fliegen und NPCs, Händler, was weiß ich noch alles. Wir werden uns auf jeden Fall überraschen lassen, weil schauen wir mal. Gut, schaue ich mal auf die Serverauslastung, was der jetzt momentan zeigt. Allerdings, wie ihr seht, ist das noch im Start, das Spiel. Ich bin der Erste, der auf dem Server joint, weil ich wollte es unbedingt mal testen. Und ja, die Serverauslastung erzählt uns momentan, ja, ist es relativ im grünen Bereich, sage ich mal, in der Auslastung. Ja, der Arbeitsspeicher geht momentan, aber wie gesagt, ist noch nichts gebaut, also es läuft momentan. Gut, dann starten wir mal, würde ich sagen. Dann gucken wir uns das mal an. Ja, wir haben hier den ersten Startpunkt. Dann den zweiten. Den dritten, vierten, fünften, sechsten, alle, so, siebten. So. Gut, wir machen mal den ersten Startplaneten, weil der relativ einfach ist. Und ja, schauen wir mal, wie lange der zum Laden hier braucht. Ich hoffe, dass es relativ fix geht. Weil der hat vor uns so beim ersten Mal, wenn die Karte erstellt wird, braucht er natürlich, das ist da. Ja, ich werde dann. Wir werden jetzt mal ein bisschen schauen. Das ging jetzt relativ fix. Wir nehmen mal dort hinten, wir steuern mal die Insel dort hinten an. Ich werde dann das Let's Play so weit vorbereiten, dass ich wieder ein Startraumschiff habe. Dort Bodenkleider und. Kleines Raumschiff, ja, ich habe mich aber wieder als Startraumschiff, als großes Raumschiff für den Korolev entschieden, die wir schon mal in der Staffel hier hatten, weil die kleiner ist als das letzte Schiff in der Staffel 3 und sie ist doch ein bisschen groß gewesen, aber ich wollte es euch mal zeigen. Und ja, schauen wir mal, wie sich die Sache hier entwickeln wird. Wir landen direkt im Wasser. Das ist schon verfehlt, wir müssen so schnell wie möglich hier rauskommen. Na komm, mach hin. Das Wasser, was da drin ist, lassen wir mal Wasser sein. Das andere haben wir ja hoffentlich einstecken. Ja, okay. Weil sonst haben wir ein kleines Problem. Gut, hier scheint soweit friedlich zu sein. Hier kann ich das Let's Play jetzt in Ruhe vorbereiten. Ja, die Einstellungen sind relativ wie sonst immer. Ja, die Drohneneingriffe und sowas normal. Wir haben schneller bauen und Ressourcen sind viele eingestellt. Das ist eigentlich die wichtigsten Punkte. Schwierigkeitsstufe halt so mittelmäßig.
Ja gut, schauen wir mal, was uns erwartet. Dann würde ich mich sehr freuen, wenn ich euch in der nächsten Folge zu der neuen Staffel wiedersehen würde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.